Ich sagte gerade, eine Ära geht wirklich zu Ende, ein langer Weg, 15 Jahre als Bundestrainer. Wie greifen Sie dieses Gefühl gerade für sich? Ja, zunächst mal muss man sagen, dass es ja eine große Enttäuschung ist für uns alle. Wir haben uns wirklich auch mehr erhofft und der Glaube an, sagen wir, diese Mannschaft war absolut da. In solchen Spielen ist einfach auch wichtig, entscheidend, dass man eben auch die wenigen Chancen, die man manchmal hat, eben auch konsequent nutzt. Und wir hatten, glaube ich, zwei Großchancen, Timo Werner und Thomas Müller, haben leider keine Tore gemacht. Und deswegen, ja, tut es uns leid, dass wir jetzt aus dem Turnier raus sind. Mhm. Diese Großchancen nicht gemacht, heißt, da kann man auch einen Vorwurf machen? Oder würden Sie sagen, ich bin im Einklang mit der Mannschaft, da passiert jetzt erstmal nichts? Ich glaube, wir haben die letzten 4 Wochen wirklich auch hart gearbeitet, intensiv gearbeitet. Die Mannschaft hat wirklich auch gut mitgezogen. Wenn solche Dinge dann passieren, wie die Chance von Thomas Müller, okay, das muss man halt auch mal akzeptieren. Mhm. Normalerweise macht er daraus auf jeden Fall ein Tor. Heute hätten wir das gebraucht, aber von daher kann ich ja keinen Vorwurf machen. Okay, also wie sagt man, Ende gut, alles gut oder Ende gut, nicht alles gut? Nee, wir hätten uns natürlich auch was anderes erhofft, muss man sagen, bei diesem Turnier. Und deswegen tut es mir auch leid, dass die große Begeisterung, die zu Hause irgendwie vorhanden war, jetzt natürlich mit so einem Spiel dahin ist. Mhm. Und so unmittelbar nach dem Spiel jetzt über alles zu reden, ist ja schwierig, weil die Enttäuschung wiegt natürlich schon. Ja, das Bedauern ist nicht nur beim Bundestrainer vorhanden, auch beim Ex-Kapitän Bastian Schweinsteiger, oder? Ja, klar. Ich meine, ich glaube, wir sollten uns alle auch bedanken bei Joachim Löw. Ich meine, wie lange er jetzt schon Bundestrainer war und wie viele Erfolge wir gefeiert haben mit ihm. Das ist was Einzigartiges und das sollte man auch respektieren. Und auch wenn wir heute im Achtelfinale ausgeschieden sind, die Leistung, die Joachim Löw geleistet hat für die Nationalmannschaft, ist sensationell. Und das ist Chapeau, Hut ab. Und danke, Basti. Ich glaube, das ist trotz der 2018, das auch früher ausschaut und jetzt im Achtelfinale, hat uns der Jogi Löw wirklich Spaß gemacht, den Fußball zuzuschauen. Sie konnten sich ja darauf vorbereiten. Sie wussten, dass nach diesem Turnier Schluss sein würde. Wie schwer war es trotzdem gerade in der Kabine, da auch Worte zu finden? Also im Moment ist natürlich bei allen Spielern irgendwie Totstille und die Enttäuschung. Die wiegt natürlich jetzt auch wirklich schwer. Und ich glaube, da müssen mal jetzt vielleicht die eine oder andere Stunde vergehen, bevor man ein paar Worte sagt oder so. Alle Spieler sind maßlos enttäuscht, wir auch. Mhm. Bereuen Sie was? Was? Irgendeine Entscheidung heute vor dem Spiel, im Spiel, in der Vergangenheit? Fehler macht ja jeder und Fehler werden ja immer gemacht. Das ist ja, wenn ich zum Turnier gehe, dann kann ich am ersten Tag sagen, dass ich natürlich auch Fehler machen werde, wie alle anderen auch. Ein Trainer stellt ja immer nach bestem Wissen und Gewissen auf und natürlich auch das, was er sieht im Training. Und von daher ist so, es gibt dann manchmal im Nachhinein, wo man sagt, hätte man Dinge können anders machen, aber das wäre ja jetzt in dem Moment schwierig, das zu benennen. Ihr Motto war immer, auch in den Gesprächen vorher, diese Mannschaft ist auf dem Weg, die Mitte zu finden, ihre Mitte zu finden. Was wünschen Sie dieser Mannschaft auf dem weiteren Weg? Ich glaube, dass einige Spieler sich schon noch entwickeln werden. Wir haben ja schon viele junge Spieler und die werden natürlich auch daraus lernen. Und ich denke, vielleicht bei der Heim-EM 2024 werden einige so auf dem absoluten Top-Niveau sein, auch von ihrer Erfahrung, vom Alter her. Also da kann man schon einiges erwarten. Ist das auch deine Vermutung? Wie bitte? Ich hab's gar nicht. Ist das auch deine Vermutung? Ja, also wir haben wirklich talentierte Spieler, aber wir müssen es schaffen, wieder reife Spieler auf den Platz zu bekommen. Also Spieler, die einfach auf ganz hohem Niveau sich auskennen, was man zu tun hat auf dem Platz. Und natürlich auch diese deutschen Tugenden, die müssen einfach Basis sein bei uns. Und dann muss man eine Mannschaft finden, die sich eben auf längere Zeit auch einspielen kann, wo Automatismen sich ergeben können. Das haben zum Beispiel andere Nationen ein bisschen im Voraus gehabt für uns. Deswegen gab es schon die ein oder andere Abstimmungsprobleme in den vergangenen Spielen und auch heute. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann werden wir auch wieder richtig Erfolg haben.
Wird es noch die Möglichkeit geben, Abschied zu nehmen von der Mannschaft? Reisen Sie ja zusammen zurück, ja, wahrscheinlich, ja, erstmal? Das wird heute oder morgen schon passieren, klar. Wir gehen ja zusammen zurück ins Camp und dann natürlich verabschieden wir uns dort. Vielen Dank. Dann erstmal eine gute gemeinsame Rückreise. Dankeschön. Und einen guten Abschied.